Moin Freunde, wir sind in einer weiteren Tutorial-Mission hier auf Lorwyl unterwegs und ich muss sagen, ich bin selbst überrascht, ja, über dieses neue Bild, was sich hier vor mir erstreckt. Ja, ich sehe hier, vor mir habe ich ein Bild aufgehängt von meinem Ursa-Rover gestern Abend noch, ja. Nein, ist natürlich Quatsch. Wir sind hier anscheinend wirklich auf Lorwyl aufgewacht. Ja, das ist, war mir so nicht bewusst, dass das geht. Ich dachte, wir müssen wieder diesen langen, 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 elendig langen Flug von Port Olisar bis hierher machen, aber es scheint so zu gehen. Ich guck mal hier ganz kurz nach rechts. Ja? Oh. Ganz geil. Ja? Wir schauen uns das natürlich jetzt sofort mal an. Ja, die Performance ist so, lässt so ein bisschen zu wünschen übrig. Ja? Ich hoffe, ich kann überhaupt aufstehen. Ja, macht da gut. So. Ist ja schon mal ganz cool, dass das klappt. Ja? Er ist sehr, sehr, sehr zuppelig hier unterwegs. Ja? Seht ihr schon. Ich hoffe, das fängt sich noch so ein bisschen. Das ist auf Lorwyl oder allgemein auf Hurston allgemein so gerade so ein kleines Problem. Ja, und gucken wir uns mal an, was hier alles so rumsteht. Baseballschläger, Fußball, ja, so wie ich das gehört. Und die Sportskanone wie uns. Ja. No touch. Genau, so. Gucken wir hier mal. Können wir hier machen? Können wir uns was anziehen? Nee, können wir nicht. Ah, das ist sehr, sehr ruckelig hier gerade. So, hier mal nochmal gestern Abend noch eine Runde trainiert. Ja, fit bleiben. So, wunderschön. Ja, die Habitats. Habitatze. So, schnappen wir uns unsere Pistole hier. Gucken, ob das geht. Tada, hängt da gerade ein bisschen. Ne, das geht auch noch nicht. Kaffeemaschine ist auch noch nicht da. So, hier kann man noch wenig machen, aber egal. Ja. Wir wollen uns ja sowieso erstmal alles erstmal angucken, ja, aber geil. Geil, dass es funktioniert. Ja. Und dass wir uns dann hier. Ah, hier ist noch ein Töpfchen. Ja. Können wir nochmal duschen schnell. Ach ja, kommt die Dusche raus da oben. Töpfchen können wir auch öffnen wahrscheinlich. Zack. Toilettenpapierrolle kommt auch rausgefahren. Wunderbar, ne? Würde ich sagen. Oh, kurz die Notdurft noch verrichten. Gut. Dann spülen. Zack. Töpfchen wieder einfahren. Und duschen. Nee, komm. Gut. Sehr cool. Funktioniert. Finde ich gut, ja. Bei Red Dead Redemption ist es übrigens so, wenn man nicht regelmäßig duscht, ja, und sich ein bisschen frisch hält, dann reden die Leute irgendwann nicht mehr mit dir. Die sagen dann, Alter, du stinkst, geh weg. So, kann natürlich sein, dass es hier auch so ist, ich weiß es aber nicht. So, dann verlassen wir mal die Butze hier, ne, und gucken mal, ob wir hier auch wieder reinkommen und uns ausloggen können. Das ist auch interessant. So, oder ob das jetzt momentan so ist wie überall. So. Zu ist die Bude. Und, jetzt ist er wieder eingefroren. Komm, komm schon. Nee, bleibt zu. Gut, dann ist das so, ja. Dann, aber es ist doch schon mal trotzdem gut, dass wir hier wenigstens spawnen können. Ja. So, ich möchte heute auch gar nicht mehr so lange in der Stadt hier rumflitzen. Ja. Ich habe aber gehört, es gibt schon schöne Multi-Werkzeuge, ja, Multitools. Die werden wir uns jetzt natürlich mal besorgen. So, wenn das jetzt hier weiter so, sag ich mal, diese Leg-Spikes hat, ja, dass es so einfriert für mehrere Sekunden, dann versuche ich nochmal auf einen anderen Server zu kommen, ja, weil das ist wirklich, das macht keinen Spaß. So. Ansonsten, wir versuchen es aber erstmal, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt hier genau bin. Ich bräuchte jetzt schon wieder meinen Stadtplan. Aber vielleicht kommt ja irgendwann der Aha-Effekt, dass wir sagen, ah, ja, hier, da waren wir doch schon mal. Ja, kann auch sein, dass wir wieder Bahn fahren müssen. Wir werden es erleben. So, was haben wir hier? Geht hier irgendwas? So. Nach meiner Erfahrung auf dem ersten Reststop da, wo wir waren und ich diesen Knopf nicht gefunden habe, muss ich mir natürlich jetzt so ein bisschen genauer angucken. Aber ich glaube, hier geht wirklich nichts. Ja, steht
Elevator dran, ist aber kein Elevator drin. Gut, dann ist der einzige Weg hier oben raus. Noch nicht da. Ja. Wie schon gesagt, die Performance ist schlechter hier auf Lorville momentan. Also auch die FPS brechen ein. Aber wir hatten ja gestern, ist zwar auch nicht optimal gelaufen, aber zumindest hatten wir keine wirklichen Freezes. So. Und die wollen wir auch nicht. Ja. So, ich bin mir auch nicht sicher, ob das immer was damit zu tun hat, ob man wirklich hier spawnt, also aufwacht, ja, ob das dann allgemein schlechter ist, so, oder ob das wirklich auch, ja, keine Ahnung, wirklich einfach nur serverabhängig ist. Kann ich nicht beurteilen. So, hier haben wir ein schwarzes Loch. Oh Gott, soll ich da reingehen? Ja, okay, danke. Danke, Fahrstuhl. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ground Floor oder? Ja, ich glaube, wir sind Third Floor hier, ne? Ja, sehr, sehr cool. Finde ich ja gut, dass wir hier aufgewacht sind. Habe ich auch so ein bisschen gehofft, weil hier habe ich mich gestern ausgelockt, ja. Heißt nichts, ja. Wir sind im PTU und es war kein Update da, ja. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Oh, Tür. Genau. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie stabil das hier jetzt läuft. Es kann auch sein, dass wir jetzt abstürzen irgendwann. Ist alles möglich. Oh, das sind alles andere Fahrstühle. Ich denke mal, das ist alles. Hier kommt man überall zu irgendwelchen Wohnquartieren hin. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, ob man später wirklich ein festes Wohnquartier hat oder ob das einfach nur immer stellvertretend für das Wohnquartier ist und das eigentlich immer woanders ist. Ne, kann ich nicht sagen. Oh, ja, ruckel, ruckel. Schnuppel, schnuppel. Ah ja, okay. Das ist auch übrigens genau das, wo damals unser Glenn aufgewacht ist. Stand da hier. Hat die schöne Aussicht genossen. Ja. Auch ziemlich geil da mit diesem Dreck, was da runter saust. Das macht die Atmosphäre perfekt. Das Geruckel nicht. So. Jetzt kommt doch langsam der Ton. Ja, vielleicht wird es ja besser. Wir haben noch ein bisschen Geduld. Ja. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal den Laden finden, wo die Multiwerkzeuge zu kaufen sind. Ja, du, Entschuldigung. Kannst du mir sagen, wo die Multiwerkzeuge zu kaufen sind? Authorized personnel only. Okay. Na gut. Dann nicht. Ja, komm schon. Mann. Kann ich so schwer sein, flüssiges Bild zu kriegen. Well. Gut. Wo müssen wir lang? Weiß. Ein paar Sekunden ein. Das finde ich nicht gut. Das heißt, ich glaube, ich würde jetzt nochmal ganz kurz einen Cut machen, ja, und würde dann einfach nochmal hierher latschen und gucken, ob es dann besser ist. Hoffe, dass ich da nicht wirklich in Port Olisar irgendwie erwache. Es ist alles möglich, man weiß es nicht. So. Ja, ich glaube, ich würde das machen, ja. Würde ich mich hier nochmal ausloggen und dann sehen wir uns gleich wieder an Ort und Stelle. Ja. So. Also, bis gleich, Leute. So, Freunde, wir sind zurück. Ja, ich bin glücklicherweise immer noch hier. Aber unsere Habitation sieht ein wenig anders aus. So, ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen stabil. So, sieht aber momentan ganz gut aus.
Oh. Machen wir mal an hier. Schön. Oh nein, da hängt er schon wieder. Aha. Gut, wir werden es wieder versuchen. Eine Toilette haben wir uns ja schon angeguckt. Haben wir auch noch was. Das hier. Ah, ein kleiner Schrank. Noch ein Schrank. So, da ist Pepsi drin. Die nehmen. Nee, kann man nicht, oder? Will jetzt ein Fiss trinken. Fiss. Nee, das geht noch nicht. Wird aber bestimmt noch kommen. Oh, hier. Die macht was. Oh Gott. Oh Gott, was tut sie? Es lebt. Es lebt. Schnell wieder zumachen. So, gut. Was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Teller. Oh, sehr schön. So, den werden wir jetzt mal woanders hintragen. Und warum tun wir das? Weil wir es können. So. Place. Ordnung muss sein, ne? So. Zack. Jetzt backt da rum. Gut, egal. Kann man noch was machen hier? Nee, ich glaube nicht. Das ist ja schon mal ganz schön viel, ne? Muss man mal sagen. Zack, zack. Ich hoffe, diese langen Lecks, die werden sich irgendwie erledigt haben, irgendwann. So. Wir haben heute nämlich, also ich habe einen Plan, so. Und zwar möchte ich ein Multiwerkzeug ersteigern, ja. Und dann möchte ich mit euch eigentlich mal den Ausbrech besuchen. So. Ne? Mal gucken, wie das hier, die Performance hier ist. Das ist auch wirklich nicht einfach. Also ich muss sagen, hier wirklich das Ding zum Laufen zu kriegen, ja, und so, dass es dann auch stabil läuft und so weiter und so fort. Das ist wirklich, ja, man muss da schon mindestens eine Stunde mehr mit einplanen, wenn man aufnehmen möchte. Ja. Ist ein bisschen schade, aber ist so. Komm schon. Lauf. Wird ein Versuch würde ich noch machen, ja, wenn es jetzt hier wirklich wieder nur am Rumnerven ist, würde ich noch einmal abbrechen. Nochmal aufnehmen, ja. Aber das werden wir nicht bis zum Ende durchziehen. Irgendwann ist auch mal Schluss. Keine Ahnung, ich weiß auch echt nicht, mit was das zu tun hat. Ich glaube, es ist nicht mein Rechner. Auch gerade überhaupt gar keine Geräusche da. Außer der Fahrstuhl. Aber Musik fehlt. Sonst irgendwie Hintergrundgeräusche fehlen auch. Ja. Ich weiß halt auch wirklich nicht, ob das mit diesem Einfrieren nicht einfach auch ein Bug ist. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch habt. Ja. Ob ihr ab und zu wirklich so eine längeren Lagspikes habt, wo einfach die Performance einfriert. So, würde mich mal interessieren. Ja. Wenn das ja hier so ein bisschen rumwackelt und rumruckelt, das ist wohl normal. Ja, das ist ganz, ganz normal hier auf Rawville gerade. Aber das jetzt, ja, das ist irgendwie, ich bin mir nicht sicher. So, ob da andere auch mit zu kämpfen haben. Wie schwer ist es nicht? Genau.
Ganz oft fällt das auch auf, wenn man sich an den Monitor begibt und ein Schiff spawnen will. Dann friert er, wenn man den Monitor öffnet, erstmal ein. So, das ist so ein. Das ist dieses Typische, was ich meine. Ja. Das ist so. Ja, warte, wir können ja mal uns hier ein bisschen weiter vorruckeln. Ja. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwo. Dieses Multi-Werkzeug bekommen. Ja, muss ja eigentlich hier irgendwo sein. Denke ich, also hoffe ich, glaube ich. So. Weiß ich auch gar nicht mehr, wie wir gestern gelaufen sind. Sind wir hier runtergegangen? Oder? Ich kann es echt nicht mehr genau sagen. Na, komm schon. Komm schon. Oh ne, hier waren wir noch gar nicht, oder? Sehr, sehr cooles, stimmungsvolles Licht hier. Oh, hier ein Riesenbohrer. Vielleicht. Oh, noch nicht ganz original da oben. Hier, Kollege, der Bohrer da oben, ne? Der sieht nicht so richtig Taco aus. Da muss er mal bei. Jo. Oh, hier hängt. Achso, ich dachte, hier hängt ein Anzug, aber da ist noch ein Typ drin. Na gut. So, sind wir hier. Das kann durchaus sein, dass wir irgendwie auch im Kreis laufen. Ich kenne mich echt noch null aus hier. Ah ja, hier, guck mal. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus, ja. Hier gibt es den Dim-Sum-Nudeln. Ah, ich glaube, da ist das. Da ist der Klamottenladen und da soll es auch das Multi-Werkzeug geben, ja. Wenn wir uns jetzt das erstmal holen und dann versuche ich nochmal besseren Server zu bekommen und würde mich dann nochmal einloggen. Auch sehr geil mit den Bahnen hier. Sonst läuft es eigentlich schon ganz gut. Nur diese Beasts, die sind so ein bisschen lästig. So. Ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja noch. Ja. Solange es besser wird, habe ich nichts dagegen. Eine Suppe. Bitte. Einmal Ramen. Das ist asiatische Musik. So, schauen wir uns das hier mal ganz kurz an. Anzüge, ja, auch wieder neue Modelle. Neue Modelle in Stock. Ja, das ist der, den wir gerade tragen. Blaue Variante und grüne Variante, ja, vielleicht. So, dann haben wir hier noch ein paar neue Schüchen. Jacken, Pullovers. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden. Ich will es jetzt nicht beschreien. Riesenladen, ne? So, und hier gibt es das Multitool. Das werden wir uns jetzt erstmal gleich schnappen. Zack. Gekauft. So. Wenn wir schon mal dabei sind, holen wir uns auch gleich eine Tüte, oder? Anziehen. Ich kann mich leider nicht drehen. Egal. Kaufen uns das. Das ist ja schließlich der letzte Schrei, Leute, ne? Ist er wieder eingefroren. Nein, komm schon. Lass mich die Tüte kaufen. Ist ja ein Schnäppchen. Ja. 135 Euro.
Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir mal irgendwie in den Außenbereich zu kommen und versuchen uns irgendwie mal ein Schiff zu spawnen. Ja, die ist auch ganz geil, ne? Hier die Jacke mit dem Anzug. Und die holen wir uns auch. Will die haben. Okay. So. Ach, da ist es. Was ist das jetzt überhaupt? Devon's Worker Glove. Ach so, das sind Handschuhe. Oh oh. Irgendwas. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch nichts kaufen. Ich gehe, glaube ich, lieber raus. Auch nicht, dass wir hier dann noch einen Absturz verursachen. So mit unseren schlechten Server nicht mehr bekommen. Achso, ich wollte mal da hinten rausgehen. Ja, da ist auch noch eine Tür. Mal gucken, wo es da lang geht. So. Genau, der, wie gesagt, der Plan ist jetzt, so ein bisschen den Außenbereich anzugucken und die nächsten Tage dann mal so ein bisschen weiter zu fliegen. Ja, Hörsten erkunden. Und Override. Ist das? Soll ich da drauf drücken oder was? Keine Ahnung. Egal. Geht wohl noch nicht. Genau. Dann halt hörst du ein bisschen erkunden und dann werden wir ja mal zu den anderen Monden fliegen und ein bisschen die Umgebung abchecken. So, ich würde sagen, wir werden uns erstmal unsere neue Tüte über den Kopf ziehen. Ja, damit wir hier nicht so auffallen. Den Leuten. Na komm. Ah, hängt. Oh, lahmarschig hier. Mann, Mann, Mann. So, wo ist das denn? Das ist doch bestimmt bei hier sein. Das nicht. Noch nicht, das noch nicht. Wo ist es denn? Ah ne, das ist Ditte. Wollen wir mal ausrüsten. Zack. So, gucken, ob wir da schon irgendwann mit anfangen können. Allerdings die. Die Tüte ist irgendwie nicht da. Dachte, die ist jetzt vielleicht hier irgendwo. Aber. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir die auch erstmal hier die Rüstung ablegen. Das kann natürlich auch sein. Das können wir ja mal machen. So. Ah ja. Dann haben wir hier die Tüte. Sehr gut. Ah, komm schon. Komm. Nicht lang aufhängen. Ah. Das ist aber auch hier. Kann so nie arbeiten. Los. Mach was. Dann stürzt wenigstens ab. Na, ist jetzt hier festgefroren oder was? Das hat man auch selten, oder? Dass sich das Spiel dann so irgendwie aufhängt. Ja, so irgendwie so mitten im Bild so einfriert. Das habe ich so eigentlich fast, glaube ich, noch nie gehabt bei Star Citizen. Ja, nochmal kurz abwarten. Ja, Hauptsache, die China-Musik läuft noch. Oh, ja. Da war was. Eine Hand. Ah ja, oh, gut. Glück gehabt. Ich habe eine Tüte über den Kopf. Und ich sehe dämlich aus. Reicht. Gut.
Dann werden wir mal einen Zug nehmen. Mal versuchen, irgendwo hinzukommen, wo wir rauskommen. Vielleicht irgendwie ein Fahrzeug oder irgendwas hier besorgen können. So, jetzt renne ich natürlich hier wieder dumm rum. Ja, wir gucken mal ganz kurz hier auf die Schilder. Mensch, also hier. Administration Office. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, würde ich jetzt mal sagen. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Keine Ahnung. Doch, wir müssen, obwohl, doch, wir müssen da lang, oder? Na, komm schon. Nee, das wird nicht besser. Wir müssen nochmal einen Cut machen und ich versuche nochmal reinzukommen. Ich hoffe, wir haben das Multitool dann noch. Ja. So, einen Versuch mache ich noch. Ansonsten schauen wir mal. Ich lasse mir was einfallen, also bis gleich. So, wieder erwacht in unserem Habitat. Habitation. Und wir hängen schon wieder fest. So deprimierend. Ich will doch einfach nur einigermaßen flüssig spielen. Das kann doch nicht so schwer sein. Mann, ey. So, ich habe jetzt mal von Best auf European Server gewechselt, ja. Aber das scheint irgendwie völlig scheißegal zu sein. Oh ja, streck dich, streck dich. So, ich stratze jetzt mal einfach munter drauf los. Ja, wir scheißen einfach mal auf diesen Raum. So, einfach nur, um zu sehen, ob sich das irgendwie jetzt fängt. Oder nicht. Multiwerkzeug scheint noch da zu sein. Zumindest ist unsere Tüte noch da. Hier. So, jetzt gucken wir einfach mal. So. Ab zum Zug. Nicht lang fackeln, nicht lang ruckeln, sondern ab dafür. So lästig. Kann so nicht arbeiten. Der scheiß Fahrstuhl. Kotzen. Ach so, der war oben, ne? Und latscht eigentlich immer wieder runter. Mann, ey. Wo war der da hinten, ne? So, komm jetzt hier. Zeit, so ein Scheiß. Ja, weil das wird auch nicht besser. Das hab ich noch nie erlebt. Das so, ich meine, so ein Anfang, leichtes Geruckel, ja, das wird besser. So. Aber diese Freezes, die werden nicht besser. Da kannst du machen, was du willst. Oh, diesmal sind wir im vierten. Das ist übrigens auch im Arena Commander irgendwie so gewesen, eine ganze Zeit lang, ja. Das ständig eingefroren ist. Super lästig. Keine Sorge, das dauert nicht so lange mit dem Fahrstuhl. Der hängt schon wieder. Und du gehst mir offen, sagst du Scheißtür. Ich renn einfach durch. Huch. Okay. So, gut. Weiter geht's. So, wieder hier. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, diesmal haben wir da oben. Was ist das? Ich kann es gar nicht genau erkennen. Ach so, das ist eine Caterpillar. Ach ja. Yeah. So, auf zum Zug. Metro Center. Na, Fahrkarte kaufen wir uns jetzt auch nicht. Einfach hier mal lang zuppeln. So. So, was nehmen wir? Rote oder blaue Linie? Gibt es hier irgendwie so einen Fahrplan oder so? Irgendwie so ein. Ja, die rumspringen. So, also rote oder blaue Linie, das merken wir uns mal. Wir gehen mal zur roten. Rote Linie, so, warte mal hier. Hier haben wir einmal die rot, einmal die rot. Keine Ahnung. Ja, komm schon. So.
denke mal, müssen wir mal gucken. Wie geht's, wo geht's hier lang? Ja, vielleicht kommen wir da zu einem Außenbereich, wo dann die Tore sind. Und da können wir vielleicht raus. Ja, vielleicht kann man da auch irgendwas spawnen. Das schauen wir uns mal an. Ja. Und ansonsten, ja. Ach, da hinten. Da sehen wir nochmal einen Plan. Da können wir nochmal drauf gucken. Ah ja, guck mal. Das sind die roten Linien. Ja, das ist wahrscheinlich so diese rote Linie. Also dieses Perimeter Line oder das andere Spaceport Line. Das ist das Blaue. Und das Graue da, ich weiß gar nicht, das gibt es da. Da steht ja auch Lockdown. Wahrscheinlich gibt es noch nicht. So, ja, und hier kommen wir dann zu den Gates. Das sind die Ausgänge. Ich weiß allerdings nicht, zu welchem Gate wir hier kommen. Steht das irgendwo? Da steht L. Steht hier irgendwo L? Ne, da stehen nur Zahlen. Ich weiß es nicht. Ah ja, hier, da steht's. City Gate 2, alles klar. Und dann düsen wir da mal hin. Alter, was? Was ist da los? Dauert ja 3 Jahre. Nee, nehmen wir nicht. Hier drüben sagt. Die fährt. Die ist auch noch länger. Mann. Gut, dann gucken wir uns mal die anderen roten Linien an da oben. Vielleicht kommen die ja schneller. Ja. Also hier geht's zu Gate 2 und 1. Das sind praktisch, ja, habe ich ja schon gesagt, das sind die Tore, die in den Außenbereich führen. Ja, hier geht es zu Gate 3 und 4. So sieht es hier aus. Ja, besser. Wie? Na komm, warten wir jetzt hier, ne? So. Wir befinden uns jetzt, glaube ich, gerade, was heißt, glaube ich, mir ziemlich sicher, dass wir uns hier in einem Metro Center befinden, ja. Und letztes Mal sind wir vom Teaser Spaceport gekommen. Ja, und hier rumgedüst. Ich glaube aber nicht, dass wir in diesen Stationen hier gehalten haben. Und diesmal düsen wir mal in die andere Richtung. Ja. Das ist auch noch was hier, was steht da? Ancillary Line. Das ist wahrscheinlich auch irgendwas, was dazu kommt. Wird ja immer wieder neuen Content geben, ja, laut CIG. Was ja ziemlich cool ist. Also, ihr könnt es immer wieder auf neue Sachen freuen. Dieses Spiel hat nie ein Ende. Gut. Dann sollen wir mal hin. Ja, so ist das. Was ist das eigentlich für ein Schnups da? Links. Irgendwie ein Sauerstoffventil oder so? Weiß es nicht so, ne? Ich weiß nicht, also so richtig cool ist die Tüte nicht. Weiß nicht, ob sich der Trend durchsetzt. Im Verse. Ich glaube nicht. Gut. Ja, kann man auch sogar von hier erkennen. 11. Steht auch schon langsam auf. Hier. Ah, ja. Da kommt sie auch schon. Pünktlich wie die Feuerwehr. So. Ah, wieder eingefroren. Das ist aber auch wahrscheinlich, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das hier wirklich jetzt... Kann ich sagen. Wenn ihr wirklich jetzt PTU-Tester seid, ja, und zu den Subscribern gehört, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das jetzt bei euch auch so ist. Also ich, wie gesagt, ich rede nicht von den Mini-Rucklangen, ja, dass das alles so ein bisschen nicht so richtig flüssig läuft, sondern von den Total Freezes. Kommt sich vor wie so ein kleines Kind, weil das erste Mal Bahn fährt, so an der Scheibe, so, oh, guck mal, Papa. Finde nur die beiden Hände, die an der Scheibe sind, so links und rechts. So, na gut, dann werden wir wahrscheinlich zeitlich das gar nicht mehr schaffen, uns den Außenbereich anzugucken. Das machen wir dann das nächste Mal. Aber ich will mir auf jeden Fall noch das Multitool angucken. Ja? Einfach mal gucken, was das so kann. So, und das jetzt einfach so, da irgendwas geht.
Da hinten der, ich würde gerade sagen, Bayer Dynamics Tower, aber das ist der Aegis Dynamics Tower. Oh, ich meine, wir sind ja in der Bahn, ne? So, dann müssten wir doch eigentlich, müssten wir eigentlich auf unser Handy gucken. Oh, manchmal. Oh. Machen ja schließlich die Leute so in der Bahn. Gucken ja immer alle auf ihr Handy. So, wir gucken in unser Mobiglas. Und was gucken wir uns mal an? Ich würde sagen, wir gucken uns an, was es so für Missionen gibt. So, was haben wir denn da? Ach ja, hier, guck mal. Da haben wir auf jeden Fall nichts in der Gegend. Da wird sich wahrscheinlich die ganze Kohle, die wir hier verdienen, überhaupt nicht auszahlen. Ja, das wird wahrscheinlich noch kommen, dann jetzt demnächst irgendwann, dass ein paar Missionen dazu kommen. Die werden wir natürlich dann auch alle ausprobieren. Tunnel. Und da. Schauen wir uns auch nochmal gleich an, ob wir hier auch ein Fahrzeug spawnen können. Nehme ich mal ganz cool hier hinten so an. Wenn man das so als Bahnfahrer so tut. Oh, hier. Während der Fahrt. Gut, dann sind wir hier. So, hier kenne ich auch noch gar nicht aus. Schauen wir mal. Hier steht Exit. Und schon mal gut. Immer wenn ich gerade sagen will, oh, jetzt sind so diese Freezes sind jetzt eigentlich so weg, ne? Ja, da ist er schon wieder. Ein Computer ist doch intelligenter, als man denkt. Der kann bestimmt Gedanken lesen. Hier ist ein Feuerwehrnotstation. Ja. Schon cool. Was ich auch ziemlich geil finde, ist, dass man halt diese Stadt jetzt halt so kennenlernt. Ja, so man erforscht die so, guckt sich die an und irgendwann weiß man Bescheid und kennt sich daraus wie in seiner eigenen Stadt. Sehr, sehr cool. Ah ja, da könnten wir was spawnen. Ja, das versuchen wir mal. Irgendwie geht. Oh, wenn er mich lässt. Ah ja, hier. Das ist doch sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal den Cyclone. Suchen wir das mal. Your ship has been delivered to the following landing pad. Oh, das geht. Was geht ab? Garage One. Alles klar. Was heißt das? Mir doch egal, ob es ruckelt. So, und dann sind wir auch schon draußen. Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, wir sollten uns lieber unseren Schutzanzug wieder anziehen, weil die Atmosphäre ist halt nicht so richtig geil. Ne? So, deswegen, bevor wir jetzt hier dann sterben, weil wir jetzt nur so einer Freizeitklamotte rumlaufen, sollten wir das tun. So, zack. Ja, da hängt auch unser Multiwerkzeug. Ah, die olle Mütze da oben, die werden wir auch mal wechseln. Will die nicht. So, schon. Sieht schon viel intelligenter aus. So, hier haben wir auf jeden Fall noch waffenfreie Zone, deswegen werden wir wahrscheinlich hier unser Multiwerkzeug auch nicht benutzen können. Aber ich kann es ja mal trotzdem mal versuchen, ja, das ist standardmäßig auf 4. Nee, da geht noch nichts. Habe ich mir aber gedacht. Ja, natürlich gedacht, ne? So, wir düsen jetzt einfach hier mal los. So. Oder beziehungsweise wir ruckeln los. Im Ruckelschritt. So.
Dann wollen wir mal so erst eine Planetenfahrt starten. Ja, ach so, muss ja hier noch den anderen Willi anmachen, ne? Vergesst das immer. So, los geht's. Wuhu! Sehr, sehr cool. Hier können wir wenigstens mal so ein bisschen rumdüsen, ohne irgendwelche Steinchen da ständig. Vielleicht wird es auch ein bisschen besser, wenn wir jetzt hier wegfahren. Ja. Mal ein bisschen weiter hier rauszoomen. Und wieder das Micro Machines V3 Feeling auf. So, ich hoffe, wir bauen jetzt hier auch keinen groben Schnitzer, dass hier irgendwelche Klippen sind. Aber das sollte ja dieser Ambler eigentlich ganz gut auf die Reihe kriegen. So, dann können wir jetzt auch gleich mal testen, ob wir da in diese No-Fly-Zones, das auch No-Drive-Zones sind. So, wenn ja, wäre wahrscheinlich ein Problem, haben, hier irgendwie rauszukommen. So, jetzt werden wir mal ganz kurz innehalten. Ja, ich möchte nämlich einmal ganz kurz die Aussicht genießen. Ja, ihr seht ja da hinten dieses blaue Licht, das ist so ein Außentor. Ja, da hinten. Moment, gleich. Da, ja, das blaue Licht. Da, das ist ein Außentor und da könnt ihr, sag ich mal, von außen auch rein. Ja, ihr müsst jetzt keinen Landing-Hangar irgendwie euch da buchen, sondern könnt euch davor landen, glaube ich, und das müsste eigentlich auch gehen. So, wir sind immer noch in der waffenfreien Zone, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich würde wahrscheinlich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, ja, und ich höre schon den anderen von euch sagen, nein, noch nicht, tu's nicht. Aber ich will ja, wie gesagt, meine Folgen jetzt nicht ewig weit in die Länge ziehen. Deswegen würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, trotz des Geruckels, ja. Macht es, warte, ich muss ganz kurz in Position bringen, so, ja. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.